Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zum Nachbericht der 11. Spielwoche in der NFL-Saison 2014. Ja, fangen wir auch gleich an mit dem Donnerstagspiel. Und zwar haben da die Miami Dolphins zu Hause gegen Buffalo mit 22 zu 9 gewonnen. Ja, das Ergebnis sieht nach doch einen klaren Sieg aus, was es aber eigentlich nicht war. Das Spiel war sehr defensiv von beiden Mannschaften defensiv geführt, also es sind nicht viele Punkte gefallen. Im dritten Viertel haben die Buffalo Bills mit 9 zu 3 geführt, ehe dann die Dolphins damit in den Touchdown ja, mit 10 zu 9 in Führung gegangen sind. Ja, Schlüsselszene dann für mich ein Safety gegen die Buffalo Bills, wo ja, Quarterback Kyle Orton in der eigenen Endzone ja, ein Intentional Grounding verursacht hat, das ja sehr fragwürdig war, meiner Meinung nach, da er in die Richtung von Sammy Watkins geworfen hat, der ja anscheinend eine falsche Route gelaufen ist. War für mich eine doch sehr harte Entscheidung und da ja der Pass in der eigenen Endzone war, haben die Referees ein Safety gegeben. Ja, wo die Dolphins dann mit 12 zu 9 in Führung gegangen sind und bei dem anschließenden Drive von den Dolphins auch eine sehr fragwürdige Pass-Interference-Strafe gegen Cornerback Stephen Gilmore, der eigentlich sehr gut verteidigt hat, aber die Refs haben eine Flagge geworfen und somit ja sind dann die Dolphins in einer sehr guten Position gewesen und haben dann auch den entscheidenden Touchdown, und zwar Ryan Tannehill auf seinen Wide Receiver Jarvis Landry, und sind dann mit 19 zu 9 in Führung gegangen. Und das war dann irgendwie die Vorentscheidung. Die Bills konnten danach nichts mehr ja zusetzen und deswegen ja haben für mich die Refs da doch ins Spiel eingegriffen. Natürlich bitter für Buffalo, auf der anderen Seite für Miami jetzt ein wichtiger Sieg, und sie haben jetzt durchaus ja gute Chancen. Sie müssen noch einmal gegen die Patriots spielen, sie haben sie bereits in der ersten Woche geschlagen. Falls sie das zweite auch gewinnen sollten, könnte es wirklich noch mal interessant werden in der Division. Vor allem die Defense von den Dolphins hat wirklich gezeigt, dass sie ja wirklich sehr gut ist. Haben die Bills haben keine Touchdowns zugelassen. Ja, Quarterback Kyle Orton hat nicht wirklich ja viel Zeit gehabt. Sehr viele kurze Pässe an den Mann gebracht, nicht mal für 200 Yards geworfen, das bei 39 Versuchen. Ja, auf der anderen Seite Ryan Tannehill war sehr solide, konnte wieder für 240 Yards werfen, zwei Touchdowns. Auch das Laufspiel war eigentlich relativ gut. Lamar Miller, der eigentlich angeschlagen in diese Partie ging, konnte immerhin 86 Yards laufen bei 15 Carries, was gegen diese doch sehr starke Buffalo Rushing Defense eigentlich doch sehr gut ist. Und ja, am Ende sicherlich nicht unverdient der Sieg, aber aufgrund dieser ja, Referee-Entscheidungen sicherlich ein bitterer Beigeschmack, vor allem für Buffalo. Ja, kommen wir zu den Spielen am Sonntag um 19 Uhr. Und zwar haben da die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons gespielt. Und die Falcons konnten hier einen knappen 19 zu 17 Auswärtssieg verbuchen. Ja, die Falcons haben das Spiel eigentlich von Anfang an kontrolliert, konnten aber nicht wirklich, ja, richtig punkten, sind vor allem einmal durch drei Field Goals von Matt Bryan mit 9 zu 3 in Führung gegangen und dann durch einen Touchdown Pass von Matt Ryan auf Roddy White mit 16 zu 3 nach dem dritten Viertel haben sie geführt. Ja, da hat so ausgesehen, als ob sie ja das Spiel eigentlich locker gewinnen, aber die Panthers sind dann im letzten Viertel nochmal reingekommen mit zwei Touchdown Pässen von Cam Newton, einmal auf Calvin Benjamin und dann auf Philip Brown, und dann haben sie sogar mit 17 zu 16 geführt. Ja, aber die Falcons konnten dann noch ein Field Goal nachlegen durch Matt Bryant. Die Panthers wiederum hatten dann die Chance, ja, die Führung wieder zu erlangen, aber Kicker Graham Gano verkickte. Und ja, kurz vor Schluss bekam er dann noch eine zweite Chance, da aber da aus 63 Yards. Und das wurde dann geblockt, und ja, somit konnten die Falcons hier einen wichtigen Sieg verbuchen, der sie ja aufgrund der Niederlage der Saints ja an die Tabellenspitze der NFC South führte. Ja, und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Atlanta, die ja eigentlich sehr solide gespielt haben. Ja, offensiv, das Passspiel war okay, Laufspiel war nicht wirklich viel da. Steven Jackson konnte gerade mal 41 Yards bei 17 Carries verbuchen. Ja, Devin Hester hat auch einen Fumble produziert, aber man konnte Cam Newton zweimal intercepten, einmal durch True Found und einmal durch Ishmael. Und alles in allem eine sehr solide Leistung. Die Falcons in den letzten Spielen sind doch um einiges wieder besser geworden. Vor allem auch auswärts haben sie gezeigt, dass sie da durchaus ja, gut spielen können. Und für die Panthers eine bittere Niederlage, aber sie sind auch aufgrund der Schwäche der NFC South immer noch nicht ja aus dem Rennen. Ja, sie müssen jetzt nur jetzt mal anfangen, ja, eine Siegesserie zu starten. Ansonsten könnte es sehr schwer werden.
Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zum nächsten Divisionsduell. Und zwar haben die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings gewonnen mit 21 zu 13. Ja, die Bears haben sich erholt nach der doch sehr derben Klatsche gegen die Green Bay Packers. Obwohl sie eigentlich in dieses Duell auch sehr schlecht gestartet sind. Die Vikings haben schon nach dem ersten Viertel mit 10 zu 0 geführt. Ja, und hat so ausgesehen, als ob die Bears wieder ja, an die Leistungen gegen Green Bay anknüpfen werden. Aber sie haben sich dann nochmal ja, zurückgekämpft, jeweils durch drei Touchdown-Pässe von Jay Cutler, zweimal auf Brandon Marshall, einmal auf Alshon Jeffery und haben dann 21 zu 10 geführt und haben diese Führung dann ja sehr gut verteidigt und konnten somit ja einen Sieg feiern. Trotz alledem muss man sagen, auch Jay Cutler hat zwar drei Touchdown-Pässe geworfen, aber es waren auch wieder zwei Interceptions dabei, was sehr ja, wechselhaft seine Leistungen. Running Back Matt Forte konnte 117 Yards erlaufen, war sicherlich sehr solide. Auch bei den Wide Receivers war Alshon Jeffery der Beste mit 11 Catches für 135 Yards und einem Touchdown. Und wie gesagt, auch Brandon Marshall konnte mit zwei Touchdown-Catches dazu beitragen. Insgesamt eine solide ja, Leistung auf Seiten der Vikings. Sie haben ordentlich gespielt, aber am Ende hat ja so eben irgendwie der letzte Druck gefehlt. Sie haben ordentlich gespielt. Teddy Bridgewater war okay, hat zum Schluss dann noch eine Interception geworfen, als sie ja einen Touchdown benötigten. Ja, auffallend, dass sie ja, relativ wenig gelaufen sind. Running Back Jerick McKinnon hat nur 8 Carries bekommen, hat immerhin 38 Yards erlaufen. Das Spiel war sehr eng, deswegen ja ein bisschen unverständlich, dass sie da so wenig gelaufen sind. Auch Wide Receiver Cordarrelle Patterson konnte nur 2 Catches wieder verbuchen. Ja, wird sehr wenig involviert in die Offense. Bester bei den Wide Receiver war Charles Johnson mit 6 Catches für 87 Yards. Und ja, man konnte Jay Cutler immerhin zweimal intercepten, einmal durch Harrison Smith, einmal durch Xavier Rhodes. Ja, aber insgesamt war das dann doch zu wenig und ja, so geht man hier als Verlierer vom Platz. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Cleveland gegen Houston und die Houston Texans konnten doch ja einen überraschend klaren Auswärtssieg verbuchen mit 23 zu 7. Ja, die Houston Texans sind wieder mal durch JJ Watt in Führung gegangen. Ein Touchdown-Pass von Ryan Mallett auf JJ Watt, der ja eigentlich ein Defensivspieler ist, aber immer ab und zu auch in der Offense eingesetzt wird. Ja, das war insgesamt sein 4. Touchdown schon und ja, das letzte Mal, dass ein Defensivspieler so viele Touchdowns hatte, ja, war im Jahr 1948, also JJ Watt wirklich mit einer sehr starken Saison. Die Browns konnten dann nur ausgleichen durch einen Touchdown-Pass von Brian Hoyer-Falkins, aber dann haben die Houston Texans das Ganze ja relativ locker runtergespielt. Sie sind dann kurz vor der Halbzeit durch einen Touchdown-Pass von Mallett auf Graham mit 14 zu 7 in Führung gegangen und haben dann noch 3 Field Goals durch Randy Bullock gekickt und ja, der Sieg war eigentlich immer ungefährdet und hat ja eigentlich doch relativ souverän gewonnen, wobei man sagen muss, ja, die Browns waren doch der Favorit, aber Quarterback Brian Hoyer, der bis jetzt eigentlich sehr solide gespielt hat, muss man sagen, in diesem Spiel leider keine gute Leistung, konnte nur 20 von 50 Passversuchen an den Mann bringen, zwar für 330 Yards, aber auch eine Interception war dabei. Ja, interessanter Laufspiel. Ja, Terrence West, der im letzten Spiel eigentlich sehr gut war, bekam nur 5 Carries, konnte da nur 12 Yards erlaufen. Die meisten bekam diesmal Isaiah Crowell, der in 14 Carries 61 Yards erlief. Und ja, eigentlich der Veteran, den man vor der Saison geholt hatte, Ben Tate, bekam nur 2 Carries, hat sich dann nach dem Spiel auch beschwert und wurde dann sogleich entlassen. Ja, bei den Wide Receivers war Hawkins der Beste mit 6 Catches für 97 Yards und einen Touchdown. Ja, aber insgesamt muss man sagen, war das zu wenig auf Seiten der Browns, die hier ja doch eine bittere Niederlage verbuchen in der doch so engen Division in der AFC North, wäre es hier ganz wichtig gewesen, ja, auch einen Sieg zu holen. Und für Houston, ja, Quarterback Ryan Mallett, der ja jetzt übernommen hat von Ryan Fitzpatrick, hat eigentlich sehr solide gespielt. Es war zwar eine Interception dabei, aber insgesamt ja sehr gut. Auch das Laufspiel war gut, trotz des Fehlen von Arian Foster, sein Backup Alfred Blue, konnte immerhin 156 Yards laufen in 36 Versuchen. Und auch Grimes ja, konnte für 54 Yards laufen, also insgesamt über 200 Yards laufen. War wirklich sehr solide. Und ja, deswegen ja ein absolut verdienter Sieg von Houston. Und wenn sie so weiterspielen, haben sie durchaus ja, vielleicht Chancen, eine der Wildcards zu ergattern. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Kansas City gegen Seattle. Und die Kansas City Chiefs setzen hier einen Erfolgslauf fort und gewinnen mit 24 zu 20.
Ja, ich muss sagen, das Ergebnis sieht ein bisschen knapper aus, als es wirklich war. Die Kansas City Chiefs haben eigentlich ja verdient gewonnen, hätten eigentlich höher gewinnen müssen, aber durch zwei unnötige Fumbles haben sie die Seahawks wieder zurück ins Spiel gebracht. Und ja, deswegen war es sehr eng, aber alles in allem würde ich sagen, ein verdienter Sieg. Überragender Mann auf Seiten der Chiefs war Running Back Jamaal Charles, der 159 Yards lief in 20 Versuchen und zwei Touchdowns. War wirklich sehr überragend. Ja, Quarterback Alex Smith musste da nicht so viel tun. Hat nur für 108 Yards geworfen, aber er hat zumindest keinen Fehler erlitten. Ja, wie schon angesprochen, durch zwei Fumbles, einmal durch Travis Kelce, den Tight End, und auch einmal Jamaal Charles. Ein Fumble, dadurch kamen die Seahawks nochmal ran, aber am Ende würde ich sagen, ein verdienter Sieg hier von Kansas City gegen den amtierenden Champion, die eigentlich auch ja relativ gut gespielt hat. Man konnte halt Jamaal Charles nicht stoppen. Auf der anderen Seite ja war auch bei den Seahawks das Laufspiel sehr gut. Marshawn Lynch konnte 124 Yards laufen, aber keinen Touchdown. Auch Quarterback Russell Wilson war sehr solide, war für zwei Touchdown-Pässe und hat 71 Yards erlaufen. Ja, aber man konnte eben die Fehler der Chiefs nicht nützen und ja, so geht man ja, wieder mit einer Niederlage nach Hause, und es zeigt sich, dass die Seahawks auswärts doch ein bisschen anfälliger sind, und ja, es wird nicht leicht für die Seahawks, ihren Titel zu verteidigen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu New Orleans gegen Cincinnati, und die Saints verlieren doch überraschend klar zu Hause mit 10 zu 27. Es war dies die zweite Heimniederlage in Folge für das doch so eigentlich heimstarke Team der Saints, und sie haben damit auch die Führung in ihrer Division verloren. Ja, und die Bengals haben relativ souverän und clever gespielt, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hatte nach dem Debakel gegen Cleveland im letzten Spiel. Ja, Quarterback Andy Dalton war wie ausgewechselt, diesmal unglaublich, ja, präzise, ja, hat für 220 Yards geworfen und drei Touchdown-Pässe. Wirklich, ja, starke Performance. Ja, und vor allem die Bengals Defense war auch stark. Man konnte die ja so starke Saints Offense nach drei Vierteln bei nur einem Field Goal halten, was wirklich stark war. Ja, die Saints haben nicht schlecht gespielt, aber die Bengals Defense hat die Offense der Saints wirklich in Schach gehalten. Ja, und deswegen hier, ja, ein absolut verdienter Sieg. Ja, bitte für die New Orleans Saints ist, dass sich Wide Receiver Brandon Cooks verletzt hat. Er wird jetzt wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen, ist sicherlich ein herber Verlust. Ja, und auch Tight End Jimmy Graham hat sich verletzt, war dann angeschlagen, das hat man sicherlich auch gemerkt. Ja, da lief es dann nicht so wirklich. Auch Running Back Mark Ingram, der bis jetzt sehr solide war, konnte nur 67 Yards laufen bei 23 Versuchen. Und ja, wie schon angesprochen, die ganze Offense wurde von der Bengals Defense regelrecht wirklich gestoppt. Ja, und auf Seiten der Bengals, neben Quarterback Andy Dalton, hat auch Running Back Jeremy Hill, der wieder den verletzten Giovanni Bernard ersetzt hat, wirklich gut gespielt mit 152 Rushing Yards. Ja, vor allem kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er einen wichtigen 62 Yards Lauf gemacht, wo die Bengals dann noch ein wichtiges Field Goal schießen konnten zur vorentscheidenden 13 zu 3 Führung. Ja, und bei Wide Receiver AJ Green scheint auch wieder ganz fit zu sein. Er konnte ganze 6 Catches für 127 Yards fangen und auch einen Touchdown. Und ja, ich denke, bei den Bengals kann man nicht viel kritisieren. Tyden Jermaine Gresham hat zwei Touchdown-Pässe gefangen und ja, somit auch ordentlich dazu beigetragen, zu diesem wichtigen Auswärtssieg für die Bengals. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu New York Giants gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers gewinnen ja ein knappes Duell mit 16 zu 10, was eigentlich ja eigentlich nicht so knapp hätte sein dürfen, denn die 49ers Defense hat wirklich sehr gut gespielt, konnte Quarterback Eli Manning sage und schreibe fünfmal intercepten. Von dem her, ja, der Sieg mit nur 6 Punkten Unterschied dann doch, ja, eigentlich enttäuschend, wo man so viele Turnovers erzwungen hat. Ja, vor allem die Offensive war sehr ineffektiv. Man konnte ja am Anfang nur Field Goals erzielen durch Field Außen. Ja, erst im dritten Viertel ein Touchdown-Pass von Kaepernick auf Crabtree zur 16 zu 7 Führung. Und ja, die Defense hat dann das Ergebnis gehalten. War sicherlich keine, ja, überragende Performance der 49ers, aber am Ende ein wichtiger Sieg. Ja, und von dem her wirklich stark war auch in der Defensive Linebacker Chris Boland, der den verletzten Patrick Willis ersetzt, hat wirklich eine starke Leistung geboten, hat auch zwei Interceptions gefangen. Und ja, sicherlich auch ein Grund, wieso die 49ers Defense jetzt auch ja, immer stärker wird.
Ja, wie schon angesprochen, auf Seiten der New York Giants, Eli Manning mit einem sehr schlechten Tag, ja, konnte nur weniger als 50% seiner Bälle an den Mann bringen und wie schon gesagt, 5 Interceptions sind beim Gegner gelandet. Ja, ich denke, für die Giants ist diese Niederlage wohl endgültig damit besiegelt, dass sie die Playoffs nicht erreichen werden. Ja, und deswegen, ja, sehr enttäuschende Leistung von den New York Giants. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu St. Louis gegen Denver Broncos. Ja, und auch das war eine doch Riesenüberraschung, denn die Rams gewinnen doch relativ klar mit 22 zu 7 zu Hause. Ja, hat man sich nicht wirklich erwartet. Ja, bei den Rams gab es auch einen Quarterback-Wechsel und zwar ist wieder Veteran Sean Hill. Ja, hat gestartet für den zuletzt doch sehr enttäuschten Austin Davis und ja, Sean Hill hat seine Aufgabe eigentlich sehr gut gemacht. Sehr solide gespielt, konnte einen Touchdown Pass auf Kenny Britt werfen, über 63 Yards im ersten Viertel. Ja, die Rams haben sehr gut gestartet, sind damit 13 zu 0 in Führung gegangen und haben diese Führung dann ja eigentlich nicht mehr aus der Hand gegeben. Die Broncos kamen dann kurz vor der Halbzeit nochmal ran durch einen Touchdown Pass von Peyton Manning auf Emmanuel Sanders. Aber das war's dann auch mit der Offensive, denn ja, die Rams Defense hat wirklich sehr gut gespielt und hat die Broncos Offense rund um Peyton Manning ordentlich zum Verzweifeln gebracht, ordentlich unter Druck gebracht. Ja, und am Ende hat dann Kicker Greg Sörlein mit 3 Field Goals den Sieg dann nach Hause gebracht, wovon 2 aus über 50 Yards Distanz waren. Also alles in allem, ja, von den Rams wirklich eine komplette Leistung, sowohl offensiv, defensiv als auch die Special Teams haben da dazu beigetragen. Ja, und man muss sagen, im Nachhinein hat sich dieser Quarterback-Wechsel jetzt auf den erfahrenen Sean Hill doch ausgezahlt. Und die Rams stehen zwar bei nur 4 Siegen und 6 Niederlagen mit der Bilanz, aber wenn man sieht, bei den 4 Siegen waren 3 Siege unter anderem dabei gegen Denver, gegen Seattle und gegen San Francisco. 3 Teams, die in der letzten Saison in den Championship Games standen. Also das zeigt, dass die Rams durchaus Potenzial haben. Ja, und einfach halt das Pech haben, dass sie in so einer starken Division spielen, denn sonst könnte da vielleicht sogar mehr drinnen sein für die Rams. Ja, auf der anderen Seite die Denver Broncos, ja, zeigen dann doch auch, dass sie auswärts ein paar Schwächen haben. Ja, das Laufspiel war nicht wirklich vorhanden. Monty Ball ist zwar nach einer Verletzung wieder zurückgekommen, hat sich aber dann wieder, die alte Verletzung ist wieder aufgebrochen, musste dann wieder raus. Auch Emmanuel Sanders hat einen harten Hit abbekommen dann. Ja, kam dann auch nicht mehr zurück ins Spiel und auch Tyden Julius Thomas hat sich verletzt, also da sicherlich nicht leicht für die Broncos mit diesen ganzen Verletzungen da zurechtzukommen, aber am Ende ja, steht wie hier wieder eine Auswärtsniederlage, die ja jetzt nicht so bitter ist, aber zumindest haben jetzt die Chiefs mit den Broncos gleichgezogen. Das könnte noch ein sehr, sehr interessantes Duell um den Sieg in der AFC West werden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Washington gegen Tampa Bay. Ja, auch das doch überraschend gewinnen die Tampa Bay Buccaneers klar und deutlich mit 27 zu 7 hat man jetzt auch nicht wirklich erwartet. Ja, auch bei Tampa Bay haben sie ja eigentlich wieder den Wechsel auf den erfahrenen Josh McCown gemacht und ja, der Wechsel hat sich eigentlich ausgezahlt. Josh McCown relativ solide, 2 Touchdown-Pässe geworfen, alle beide auf Mike Evans, auf den Rookie Wide Receiver, der eine überragende Partie geliefert hat, konnte insgesamt 7 Bälle für 209 Yards fangen und eben 2 Touchdowns. Ja, die Tampa Bay Buccaneers sind früh mit 13 zu 0 in Führung gegangen. Die Redskins haben dann nochmal verkürzt, kurz vor der Pause, durch einen Touchdown-Pass von Robert Griffin auf Roy Helu, aber das war's dann auch schon. Und die Buccaneers haben dann in der zweiten Halbzeit eben mit diesen 2 Touchdown-Pässen von Josh McCown auf Mike Evans dann den Sack zugemacht. Ja, muss sagen, Robert Griffin eher eine enttäuschende Leistung. Es waren 2 Interceptions dabei, eine davon für einen Touchdown zurückgetragen durch Jonathan Banks. Ja, Robert Griffin, ob das noch ja, Auswirkungen von seiner Verletzung sind, ob er noch nicht wirklich hundertprozentig fit ist, das weiß man nicht. Ja, Laufspiel durch Alfred Morris war okay, er konnte 96 Yards laufen. Ja, aber insgesamt war das zu wenig für die Redskins, die ja vom Potenzial her eigentlich besser dastehen müssten. Auch der Kicker Kai Forbath, muss man sagen, hat 2 Field Goals daneben gekickt, was sicherlich ja auch dazu beigetragen hat. Ja, und zwar muss man doch eine enttäuschende Heimniederlage, ja, hat man eine Heimniederlage erlitten gegen einen doch, ja, von der Qualität her doch schlechteren Gegner.
Ja, für die Tampa Bay Buccaneers war es immerhin der zweite Sieg in dieser Saison, der vielleicht ein bisschen Moral für den Rest der Saison gibt. Ja, dass sie vielleicht da noch den ein oder anderen Sieg einfahren können. Ja, auf Seiten der Redskins gab es auch eine bittere Verletzung. Left Tackle Trent Williams hat sich verletzt, musste dann früh raus, was sicherlich auch ein Grund war. Die Buccaneers konnten dann ordentlich Druck auf Robert Griffin machen. Und ja, so war es für sie dann ein bisschen leichter, hier diesen Auswärtssieg einzufahren. Ja, kommen wir dann zum Spiel, das um 22:05 Uhr stattgefunden hat. Und zwar war das San Diego gegen Oakland. Ja, und die Chargers gewinnen auch das zweite Duell in dieser Saison gegen die Raiders, aber auch das zweite doch relativ knapp mit 13:6. Ein sehr defensiv geführtes Spiel. Ja, und die Chargers zuletzt eine Bye-Week, ja, haben auch nicht wirklich sehr gut ausgesehen gegen die noch sieglosen Raiders. Sind zwar relativ früh in Führung gegangen, der erste Snap von den Raiders war ein Fumble, ja, den die Chargers erobert hatten. Sie konnten dann durch einen Touchdown-Pass von Rivers auf Floyd dann mit 7:0 in Führung gehen, aber danach ging es dann offensiv nicht wirklich. Zwar konnte die Defensive immerhin die Raiders Offense auf 12 Field Goals halten, aber am Ende ja, sind die Chargers dann doch enttäuschend, wenn man bedenkt, wie stark sie eigentlich die Saison begonnen haben und jetzt eigentlich ja nicht mal mehr wie ein Playoff-Kandidat aussehen. Ja, es gab kurz eine Schrecksekunde, wo sich Philip Rivers anscheinend am Knie verletzt hat, aber es war dann nicht so schlimm, er konnte dann weitermachen. Ja, hat solide gespielt. Ja, Running Back Ryan Matthews ist nach einer Verletzung wieder zurückgekommen. Das war natürlich ganz wichtig. Konnte 70 Yards erlaufen. Ja, alles in allem eine solide Leistung, eigentlich ja ein Pflichtsieg gegen einen deutlich unterlegenen Gegner, aber man muss sagen, zurzeit in der Division sind Denver und Kansas City doch um einiges besser und stärker, deswegen wird es hier schwer für die Chargers wahrscheinlich hier noch um den Kampf um die Playoffs einzugreifen. Aber zumindest haben sie hier die Pflicht erfüllt und die Raiders geschlagen. Ja, und für die Raiders, ja, wie schon in den letzten Spielen auch eigentlich ja gut mitgehalten. Am Ende hat dieser eine Fumble wahrscheinlich den Ausschlag gegeben, eine Unachtsamkeit gleich zu Beginn. Ja, so wird es immer schwieriger für die Raiders hier einen Sieg zu holen. Man hat jetzt dann noch ja 6 Versuche, um eine 0:16 Bilanz zu vermeiden und die Gegner sind auch nicht die leichtesten. Deswegen wird es natürlich sehr schwer für die Raiders, aber zumindest die Leistung stimmt, die Moral, denke ich. Ja, und darauf können sie sicherlich aufbauen. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar zu dem Spiel um 22:25 Uhr. Und zwar haben da die Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles doch überraschend klar und deutlich mit 53:20 gewonnen. Ja, die Packers, wie schon auch in den letzten Spielen, wie schon gegen die Bears, sind wirklich unglaublich stark gestartet. Haben schon zur Halbzeit mit 30:6 geführt. Ja, vor allem Quarterback Aaron Rodgers ist einfach nicht zu stoppen. Ja, er findet immer wieder seine beiden Wide Receiver Randall Cobb und Jordy Nelson, so auch in diesem Spiel. Ja, wirklich überragend. Cobb mit 10 Catches für 129 Yards und Jordy Nelson mit 4 Catches für 109 Yards und einem Touchdown. Ja, und ja, Aaron Rodgers wirklich unglaublich ja, effektiv. Ja, auf der einen Seite bei den Philadelphia Eagles, Mark Sanchez, nach seiner doch sehr guten Leistung gegen Carolina, ist er da wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Hat jetzt zwar nicht ganz so schlecht gespielt, aber es waren 2 Interceptions dabei. Eine ist zurückgetragen worden zum Touchdown durch Julius Peppers. Ja, er hat dann auch noch einen Snap ja, gefumbled, den sie auch zurückgetragen hatten. Ja, ein Punt Return Touchdown war auch noch dabei. Also es ist bei den Eagles ist wirklich nichts gelaufen. Also alles, was schief ging, konnte, ging schief. Offensiv, defensiv, ja, ging nicht wirklich viel. Und deswegen, ja, war das Spiel schon sehr früh entschieden. Und ja, die Packers, vor allem die Offense, sieht sehr, sehr stark aus, nachdem sie ja doch zu Beginn der Saison ein paar Probleme hatten. Sind jetzt wirklich in Topform und sehen aus wie ja, einer der Favoriten auf den Super Bowl in der NFC, muss man sagen. Ja, für die Eagles natürlich eine bittere Niederlage, aber sie haben immer noch, ja, sind immer noch mit den Cowboys in ihrer Division voran. Wird sicherlich ein interessanter Zweikampf. Ja, kommen wir weiter dann zum nächsten Spiel und zwar zu Arizona gegen Detroit. Auch das ein Spitzenspiel, das die Cardinals mit 14:6 für sich entscheiden konnten. Also ein knappes Spiel.
Die Cardinals, ja, wieder mit Backup-Quarterback Drew Stanton, da Carson Palmer ja für den Rest der Saison ausfällt wegen eines Kreuzbandrisses. Und sie sind wirklich sehr gut gestartet, ja, schon früh 14 zu 0 in Führung gegangen durch zwei Touchdown-Pässe von Stanton jeweils auf Michael Floyd. Ja, aber von da an ging es dann zumindest offensiv bei den Cardinals ein bisschen bergab. Drew Stanton hat zwar gut gestartet, aber dann ist er immer schlechter geworden, hat dann zwei wirklich sehr schlechte Interceptions geworfen, die die Lions dann auch wieder zurückgebracht haben. Aber sie konnten dann nur zwei Field Goals erzielen durch Matt Breida. Und man muss sagen, vor allem die Arizona Defense hat wirklich eine starke Leistung geboten. Sie konnten Quarterback Matthew Stafford ordentlich unter Druck bringen, konnte keinen einzigen Touchdown Pass verbuchen und hatte auch eine Interception. Ja, und man hatte auch, ja, Wide Receiver Calvin Johnson gut im Griff, der von Patrick Peterson sehr gut gedeckt wurde. Nur 5 Catches für 59 Yards. Ich denke, das ist absolut akzeptabel. Ja, und deswegen würde ich sagen, die Cardinals Defense hat hier wirklich ja, eine sehr starke Leistung geboten. Ja, für die Detroit Lions natürlich eine bittere Niederlage, denn jetzt ja, haben die Packers jetzt gleichgezogen mit den Lions. Aber die Lions haben ja das erste Duell gegen die Packers schon gewonnen und alles deutet darauf hin, dass es am letzten Spieltag zu einem ja, wirklichen Showdown um den Titel in der NFC North zwischen Green Bay und Detroit geben wird, was sicherlich ganz spannend wird. Ja, die Cardinals haben jetzt mit 9 Siegen bei nur einer Bilanz immer noch die ja, stärkste Bilanz in der ganzen NFL. Ja, Drew Stanton hat sehr, wie gesagt, sehr gut begonnen, dann war er nicht so gut. Deswegen ist es auch schwer zu beurteilen, wie lange die Cardinals da ihre Siegesserie dann noch ja, aufrechterhalten können. Wenn die Defense weiter so spielt, denke ich, sind da durchaus gute Chancen für die Cardinals, dass sie hier die Division gewinnen und damit in die Playoffs einziehen können. Aber ob es dann für ganz weit nach vorne um den Super Bowl reicht, ja, wage ich zu bezweifeln. Ja, gehen wir weiter dann zum Sunday Night Game zu Indianapolis gegen New England Patriots. Auch das ging doch relativ überraschend deutlich an die Patriots, die hier mit 42 zu 20 einen klaren Auswärtssieg verbuchen konnten. Ja, und überragender Mann bei den auf Seiten der Patriots war Running Back Jonas Gray. Ja, ein eher unbekannter Running Back, der ja ganz plötzlich für 200 Yards lief und 4 Touchdown-Läufe schaffte und somit ja einen Großteil der Punkte für die Punkte verantwortlich war. Ja, wieder typisch Patriots, sie schaffen es immer wieder, ja, unbekannte Spieler hervorzubringen und aus ihnen dann Stars zu machen. So auch wie in diesem Fall, ja, Quarterback Tom Brady war solide, hat zwar wieder zwei Interceptions geworfen, aber auch zwei Touchdown-Pässe, einmal auf Rob Gronkowski und einmal auf Wright. Und ja, insgesamt sehr solide Performance der Patriots, die derzeit ja, wie das stärkste Team in der AFC aussehen. Und ja, für die Indianapolis Colts natürlich eine bittere Niederlage. Ja, Quarterback Andrew Luck konnte zwar wieder 300 Yards erwerfen und zwei Touchdown-Pässe, aber es war auch eine Interception dabei. Das Laufspiel fiel nicht sehr gut aus. Es hat sich dann auch Running Back Ahmad Bradshaw verletzt. Er wird für ein paar Wochen sicherlich ausfallen. Was sicherlich bitter ist, denn jetzt hat man nur Trent Richardson. Ja, bester Mann dann noch auf Seiten der Receiver war Tight End Kobe Fleener, der ganze 7 Bälle für 144 Yards fangen konnte. Den haben die Patriots nicht in den Griff bekommen, aber am Ende ja, hat es gereicht für die Patriots zum Sieg hier, zu einem wichtigen Auswärtssieg. Ja, und die Patriots sind ganz klar auf Sieg in der Division und vielleicht sogar auf den Nummer 1 Seed in der AFC, was natürlich wichtig wäre, wenn sie da in der ersten Woche, Playoff-Woche, eine Bye Week hätten und dazu vielleicht noch den Nummer 1 Seed. Ja, derzeit die Patriots relativ souverän. Ja, und kommen wir dann noch zum allerletzten Spiel, zum Monday Night Game. Und zwar haben da die Tennessee Titans gegen die Pittsburgh Steelers zu Hause relativ knapp mit 24 zu 27 verloren. Ja, das war doch vielleicht ein bisschen knapper als vermutet. Die Patriots sind zwar dann relativ früh 10 zu 0 in Führung gegangen durch einen Interception Return von William Gay, der Mettenberger intercepten konnte, aber danach wurden die Titans immer besser und haben dann sogar zur Halbzeit mit 17 zu 13 geführt und haben sie dann auch auf 24 zu 13 ausgebaut. Aber die Steelers haben im letzten Viertel zugeschlagen, ein Touchdown-Lauf von Le'Veon Bell und dann ein Touchdown-Pass von Roethlisberger auf Antonio Brown und die Steelers können hier diese Partie dann noch drehen. Ja, Roethlisberger war solide, war zwar nicht überragend, war eine Interception dabei. Ja, vor allem in der ersten Halbzeit wurde er ordentlich gesackt, in der zweiten Halbzeit, ja, lief es dann besser.
Ja, und überragender Mann war Running Back Le'Veon Bell, der ganze 200 Yards erlaufen konnte und auch einen Touchdown. Er lief wirklich starke Leistung, auch Antonio Brown wieder mit 9 Catches für 91 Yards und einem TD. Ja, hier ein absolut wichtiger Sieg für die Steelers in der doch so ganz knappen AFC in North. Ja, und auf Seiten der Titans, wie angesprochen, Mettenberger zwar früh mit einem Pick 6, aber danach ist er dann besser ins Spiel gekommen, konnte 2 Touchdown-Pässe werfen. Und ja, so langsam wird Mettenberger immer besser, er ist noch ein Rookie. Ich denke, er hat durchaus Potenzial, aber die Titans müssen da Geduld haben und ihn langsam ja weiterentwickeln lassen. Laufspiel und Bishop Sankey war okay, er konnte 38 Yards laufen und auch einen Touchdown. Ja, aber am Ende ja, hat es nicht gereicht für die Titans. Ja, da ist sowieso klar, dass sie für die Playoffs nichts zu tun haben. Und von dem her, ja, können sie sich jetzt darauf konzentrieren, ja, Zach Mettenberger die nötige Spielpraxis zu geben und ja, vielleicht auch anderen Rookies, um dann vielleicht für die nächste Saison ein schlagkräftiges Team aufstellen. Ja, kommen wir noch zur Vorschau des Donnerstagsspiels der 12. Spielwoche. Und zwar empfangen da die Oakland Raiders die Kansas City Chiefs. Ja, ich denke, zu diesem Spiel brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Die Chiefs sind hier der klare Favorit. Ja, sind jetzt wirklich stark, stehen bei 7 Siegen und 3 Niederlagen und sollten hier eigentlich ja ohne Probleme bei den Raiders einen Sieg einfahren. Ja, die Raiders haben zwar in den letzten Spielen immer gut mitgehalten, haben das Ergebnis eng gehalten, aber am Ende ja, sind sie immer mit einer Niederlage dagestanden und ich denke, auch in diesem Spiel wird es so sein. Die Chiefs sind einfach ja, die bessere Mannschaft sind, haben auch einen Lauf. Und für die Raiders läuft es derzeit wirklich nicht so gut. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass die Chiefs hier einen klaren und deutlichen Auswärtssieg bei den Raiders einfahren werden. Ja, das war jetzt mein Nachbericht zu der 11. Spielwoche und meine Vorschau zum Donnerstagsspiel der 12. Spielwoche. Ja, und jetzt meine Frage an euch, was sagt ihr zu den Ergebnissen? Schreibt es unten in den Kommentaren, ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.